Ich habe hier hinten die Trachten. Die Trachten sollten nicht ewig hoch sein, aber doch auch nicht so kurz, dass das Pferd praktisch auf den Felgen läuft. Der Strahl hier in der Mitte trägt mit, ist entweder auf Trachtenniveau oder knapp drunter, das muss man individuell am Pferd berücksichtigen. Und ich habe die Eckstreben, die kommen da, wo die Wand umklappt, an den Trachten nach innen, laufen bis etwa Strahlmitte und alles dazwischen, was hier den Huf praktisch unten ausfüllt, ist die Sohle. Hier habe ich noch am Strahl, spricht man hier von der seitlichen und der mittleren Strahlfurche, wobei die mittlere Strahlfurche keine richtige Furche sein muss, der darf auch massiv sein, dick, fest, derb. Darf dich entspannen. Wir reden ja heute über den Huf und über Barhuf vor allem, also ohne Eisen. Kommen wir doch erstmal direkt zum Huf. Wenn ich mir den jetzt angucke, den Huf von meinem Pferd, woran erkenne ich eigentlich, dass der Huf gesund ist? Also in erster Linie ist mir wichtig bei einem gesunden Huf ein gesunder, tragender, kräftiger, derber Strahl. Das ist so ein wesentlicher Bestandteil von einem gesunden Barhuf. Und der perfekte Huf drumherum, wie sieht der dann für dich aus? Also Formen, wie muss das Pferd stehen sozusagen? Was macht einen guten Huf aus? Guter Strahl hatten wir, kräftige Sohle, dicke Sohle, im Idealfall ein schönes Sohlengewölbe. Und da haben wir auch gleich einen Punkt, der oft schief geht beim Barhuf, dass zu viel in der Sohle rumgeschnitten wird, zu viel am Strahl rumgeschnitten wird. Eine Wand, wenn die ein bisschen ausgefranst ist, stört es den Besitzer mehr wie das Pferd. Sie sollte trotzdem eine schöne Verbindung haben zur Lamellenschicht. Die weiße Linie sollte nicht allzu weit sein und der Huf sollte keine mechanischen Hebel aufweisen. Dann kommen wir doch mal auf die ganzen Punkte zu sprechen, die du jetzt benannt hast. Ne? Sohle, was genau ist das? Sohle, ich versuche es dir mal hier an einem Präparat zu zeigen. Sohle ist im Prinzip der Teil, wo das Pferd drauf läuft zum Teil auch. Ne? Und im Prinzip hast du einen Strahl in der Mitte und dann, was den Huf von unten gesehen ausfüllt, im Kompletten wäre die Sohle. Und dann habe ich noch Begriffe gefunden wie Hornwand. Ja genau, die Wand. Das ist außen? Von außen. Das Wandhorn bildet normalerweise einen kleinen Tragrand, sagt man so, weil er leicht übersteht über die Sohle. Und die Verbindung von der Wand zum Rest vom Huf ist dann die weiße Linie. Bei dunklen Hufen siehst du die auch als weiße Linie. Die ist selten wirklich weiß, meistens ist sie irgendwie gräulich, gelblich. Und bei hellen Hufen sieht man sie nicht so direkt, aber sie ist immer da. Das ist diese Lamellenschicht, die die Wand mit dem Rest verbindet. Die soll aber eher dünn als dick sein? Die soll eher dünn sein und geschlossen. Und dann gibt es noch den Kronrand? Kronrand ist der Übergang, wo die Hornkapsel beginnt. Und da sehen wir dann hier auch ein bisschen, sieht man es hier unterm Fell, dieses Saumhorn, das wäre dann vergleichbar mit der Nagelhaut. Ah, okay. Sieht man meistens gar nicht, weil Plüsch drüber ist, ne? Genau, bei manchen Pferden wächst es aber auch relativ weit runter. Mhm. Kann sich auch mal verändern, kann mal weiter runtergehen, kann weiter hochgehen, kann ein bisschen wegtrocknen, kann feuchter sein. Das ist schon gewissen Veränderungen unterworfen, je nach Pferd. Bei manchen sieht man es so gut wie gar nicht. Und dann gibt es die berühmten Trachten. Da redet genau. Ja jeder immer drüber, redet wie die jeder stehen drüber, sollen, wie sie und sein wie hoch sollen. Und wie niedrig und überhaupt und wo sind die denn? Die Trachten sind dieser hintere Bereich, wo das Wandhorn umknickt in die sogenannten Eckstreben. Und im Idealfall sollten die Trachten einen ähnlichen Winkel haben wie vorne die Zehenwand. Man gibt ja auch den Begriff untergeschobene Trachten, das wäre dann, wenn die Trachten im Prinzip flacher stehen und einen Druck nach vorne bringen, was dann meistens auch zu einer langen Zehe führt. Und die Trachten sollten eigentlich so lang sein wie nötig, aber nicht länger. Es gibt oft
Hufe, wo extrem hohe Trachten haben, da hat dann der Strahl gar keinen Bodenkontakt mehr. Das ist weder für den Strahl gut, noch ist mechanisch gut für den ganzen Hufmechanismus, wenn die Trachten zu lang sind, der Huf dann im Prinzip zu dosig wird. Ne? Manchmal sagt man auch so umgangssprachlich Dosenhuf. Ein Dosenhuf? Ein Dosenhuf, das ja. Ist kein Fachbegriff, ne? Aber manchmal hört man es einen Dosenhuf. Und das ist dann, wenn die Trachten zu lang sind? Der ist einfach der ganze Huf zu lang und da sind natürlich dann auch die Trachten zu lang. Und im Idealfall sind sie so lang, dass die Verhältnisse stimmen von hinten und vorne und der Strahl durchaus Bodenkontakt hat. Damit der quasi immer wieder in Bewegung kommt und aktiviert wird sozusagen. Und das Pferd auch mit diesem weichsten, dämpfendsten Teil eben auch abfußt. Wie schnell wächst denn das Horn in etwa? Und dann wachsen sie ja auch zu den Jahreszeiten unterschiedlich, ne? Genau, im Frühjahr wachsen sie schneller. Meist schon bevor das Gras richtig sprießt, fangen sie an, schneller zu wachsen. Im Schnitt hast du 8 bis 10 mm pro Monat Wandhornwachstum. Und bei den meisten Hufen kann man so circa sagen, der Huf wächst einmal in einem Jahr ganz durch. Deswegen sagt man auch immer, man weiß bei einem Hufpfleger erst, ob er der Richtige ist nach einem Jahr. Vielleicht deshalb, vielleicht auch, weil manche Veränderungen einfach Zeit brauchen, was irgendwo natürlich zusammenhängt, wie schnell es wächst. Ne? Welche Probleme sind denn typisch beim Thema Huf, die dir immer wieder begegnen? Wo du sagst, das sind so typische Hufprobleme, auf die kann man so ein bisschen achten, die begegnen mir ständig. Also ich komme jetzt gleich wieder zum eingangs schon sehr präsent erwähnten Strahl. Mhm. Ein Barhufpferd braucht einen gesunden Strahl, weil wenn es damit nicht auffußen will, dann haben wir ein Problem, ein wirkliches Problem. Wenn es Schmerzen bekommt beim Auffußen im Strahlbereich, dann möchte es nicht über den Strahl gehen, dann hast du im schlimmsten Fall eine Zehenfußung. Mhm. Zehenfußung heißt, es setzt zuerst mit der Zehe auf dem Boden auf und wenn du jetzt die ganzen Knochenketten oben dran anschaust, dann hast du da keinerlei Dämpffunktion, weil alles in einer Linie gestreckt ist und es schlägt dann da richtig rein. Von dem her, Strahl ganz wichtig. Was tritt ganz häufig auf? Strahlfäule. Mhm. Bei beschlagenen Pferden vielleicht eher mehr wie bei Barhufpferden, weil da der Hufmechanismus stärker eingeschränkt ist und wir dann da mehr Probleme haben. Aber auch bei Barhufpferden hat man oft die Veranlagung beim Pferd. Immer verbunden dann mit den Rahmenbedingungen. Hygiene, müssen die den ganzen Tag im Ammoniak stehen, wenn sie an der Raufe stehen, wo drumherum halt die Pfütze ist, ist sicherlich nicht gut für einen Strahl, aber ist irgendwo auch immer ein bisschen Veranlagung beim Pferd. Ist eines der ganz großen Themen, die immer wieder auftritt. Und ein zweites Thema sind einfach, wenn man gerade ein Neukundenpferd übernimmt, zu dünne Sohlen, zu lange Wandüberstände, Wände, die weghebeln. In erster Linie so die Hauptproblematik. Zu dünne Sohle war ja dann auch bei uns ein Thema, als du zu Gary und mir gekommen bist. Unter anderem, ja. Und da war das Pferd fühlig. Also ich weiß genau, wie das ist, wenn das Pferd eine zu dünne Sohle hat. Das ist nicht schön. Jetzt läuft es ja wieder ganz toll. Wie kann ich denn dann diesen Strahl gut pflegen? Also unabhängig von den äußeren Bedingungen. Manchmal habe ich die ja gar nicht im Griff, weil mein Pferd da steht, wo es steht und der Stallbesitzer es macht, wie er es macht. Kann ich da so ein bisschen was tun, um den Strahl sozusagen außen wie innen in der Pflege im Futter zu fördern? Ich kann natürlich beim Futter schauen, dass das Pferd alle Nährstoffe hat, Spurenelemente, Mengenelemente, die es braucht, um überhaupt das Horn gesund produzieren zu können in ausreichender Menge, dass auch so viel nachwächst, wie auch natürlich von den Bakterien angegriffen und weggeknabbert wird. Und ich kann natürlich regelmäßig auskratzen. Sollte ich jetzt bei einem Pferd, das irgendwo auch immer mal im Mist stehen muss, natürlich schauen, dass ich das einmal am Tag rausbekomme. Und ganz hart gesagt, wenn ich in einem Stall stehe, wo ich die Rahmenbedingungen überhaupt nicht ändern kann und ich habe das Gefühl, mein Pferd kommt damit nicht klar, dann müsste ich in letzter Konsequenz den Stall wechseln. Der Umzug. Ja. Und die Hufpflege an sich, da gibt es ja so ein paar Sachen, ne? Wo ich das Gefühl habe, da scheiden sich immer die Geister. Huföl, ja oder nein. Wässern, ja oder nein. Wenn ja, wie viel, wie im Sommer, Winter natürlich nicht, keine Frage. Hast du da so ein paar Tipps? Also Ölen, Fetten, nein. Nie. Im besten Fall schadet es nichts. Und wenn jetzt jemand sagt, meinem Pferd schadet es nichts und ich finde es so hübsch, werde ich nicht versuchen, ihn zu bekehren. Aber es gibt gute Gründe, es zu lassen. Das Wandhorn hat am wenigsten Feuchtigkeit vom Huf, nimmt auch relativ wenig von außen auf. Und das bisschen Feuchtigkeit, wo es aufnehmen kann, wenn es zum Beispiel durch eine taufeuchte Wiese läuft, das versiegele ich ja durch Öl und Fett. Mhm. Und wenn ich jetzt den Huf fette, versiegel ihn,
und glaube, er bleibt dadurch feuchter, weil ich ihn versiegel. Ist gerade falsch rumgedacht. Ja, weil das ist mir mal als Tipp ganz am Anfang genannt worden. Ich soll doch die Hufe erst wässern und dann Öl drüber schmieren. Ja, halte ich für Quatsch. Weil dann würde ja das Wasser drin bleiben. So, ja, genau. So, sowohl als auch für Quatsch, weil wässern halte ich auch für überflüssig. Es gibt trockene Perioden, es gibt feuchte Perioden. Pferde kommen damit seit Jahrmillionen klar. Wenn die artgerecht, naturnah gehalten werden, dann kommen sie auch raus morgens, wenn das Gras feucht ist. Auch im Sommer hat man ein bisschen Tau. Momentan gerade in unserer Steppelandschaft haben wir das nicht. Mhm. Machen sich ganz viele Leute Sorgen, weil jetzt die Hufe irgendwo anfangen auszubröseln an den Wänden. Und ich sage dann immer, naja, Pferde sind von Natur aus eher Steppentiere. Wir leben hier eher in einem Feuchtgebiet. Eigentlich passt es jetzt vom Boden her ganz gut zum Pferd. Mhm. Und wenn da ein bisschen was wegbröselt, wegbricht, das wächst auch wieder nach. Das macht einem gesunden Huf nichts aus. Ja, ist dann mehr optisch, dass man denkt, oh mein Gott, die Hufe sind genau, nicht hübsch. Genau, dann werden sie wieder schön poliert und geölt und dann glänzt wieder alles und sieht gesund aus. Ja. Ist aber nicht. Okay, also eigentlich natürlich lassen. Genau. Und fertig. Ja. Putzen halt, kratzen. Auskratzen, Dreck rauskratzen. Ja, wobei, wenn ich jetzt auf einer Koppel stehe, wo die Pferde sich frei bewegen können, muss ich das auch weniger tun, weil die stehen von Natur aus nicht in ihrem Mist. Die ziehen weiter. Die Möglichkeiten, ein Hektar pro Pferd, habe ich aber in der Regel nicht. Von dem her werde ich da nicht drum herum kommen, ein bisschen nachzuhelfen mit der Hygiene. Kommen wir mal zum Thema Barhof. Das ist ja dein Thema. Du machst ja ausschließlich Barhofpflege, ja. Natural Hoof Care vor allem. Nenn uns mal drei Gründe, warum Pferde unbedingt Barhof laufen sollten. Also ich nenne jetzt mal den Hauptgrund, was Barhof unterscheidet. Das ist der funktionsfähige Hufmechanismus. Und wenn du den hast, dann kommen da deutlich mehr wie drei gute Gründe raus, warum man die Pferde Barhof laufen lassen sollte. Wenn ich einen Huf beschlage, dann verhindere ich, dass der Hufmechanismus stattfinden kann. Hufmechanismus heißt, das Pferd fußt auf, der Huf weitet sich. Geht nicht mit Eisen festhalten. Geht logisch. Nicht, genau. Ja. Ja, ich mache den ja fest. Und dieses Weiten ist zum einen natürlich eine Stoßdämpfung, die erste Stoßdämpfungsfunktion. Der Huf flacht sich ab, alles dämpft. Und zum zweiten findet eine Pumpfunktion statt. Diese Pumpfunktion versorgt den Pferdefuß, also alles unterhalb vom Tarsal- oder Karpalgelenk, mit Blut. In diesem Bereich vom Pferdefuß oder Pferdebein, also im Fuß unten, habe ich keine Muskulatur. Sprich, ich bin auf passive Durchblutung angewiesen. Mhm. Mit einem nicht vorhandenen bzw. extrem stark eingeschränkten Hufmechanismus habe ich da nicht nur im Huf selber, sondern auch in der ganzen Fußstruktur, den ganzen Sehnen, eine viel schlechtere Durchblutung, schlechtere Nährstoffversorgung. Okay, das ist das machen wir sozusagen. Genau, bis zum Sprunggelenk letztendlich. Mhm. Ne? Diese schlechtere Nährstoffversorgung führt dann im Zweifel natürlich auch zu Anfälligkeiten. Ich habe letztendlich weniger Heilung auch bei kleinen Verletzungen und es kommen weniger Nährstoffe im Huf selber an auch. Also ich habe in der Regel ein stärkeres Hufwachstum, gesündere Hufe, allein durch die Versorgung mit Blut, durch den Hufmechanismus. Jetzt sagen ja viele, ein Hufeisen wird nur genagelt bis zur weitesten Stelle. Hinten dran kann der Huf ja weiterarbeiten und der Hufmechanismus funktioniert ja vor allem im hinteren Bereich. Mhm. Halte ich für nicht ganz logisch, weil der Huf ist eine Kapsel, die ist am Stück. Da ist nirgends irgendwo ein Scharnier eingebaut, wo ich sage, bis zum Scharnier mache ich es fest und hinten klappt es weiter auf und zu. Ja. Mit Sicherheit findet da irgendeine kleine Bewegung statt. Die Pferde überleben ja ihren Beschlag, ne? Ohne dass die Füße absterben. Aber er muss extrem stark eingeschränkt sein. Dann kommt dazu, wenn ich im Barhof bin, habe ich einfach auch dieses Gewicht am langen Hebel weg. Ein Pferd galoppiert, trabt und am unteren Teil habe ich jedes Mal dann doch ein beträchtliches Gewicht, das ja Fliehkräfte entwickelt. Am Huf meinst du? Am Huf und auch an den Gelenken drüber. Mhm. Und da habe ich eine hohe Belastung, die ich ohne Eisen natürlich nicht habe. Und ohne das Eisen entfällt auch die Vibration durchs Eisen. Ja. Ja. Es ist nachgewiesen, 80% weniger Stoßdämpfung mit einem Eisen. Und ein Eisen schwingt mit ca. 440 Hertz. Und diese Schwingung geht im Prinzip bei jedem Auffußen durch alle Gelenke durch. Aber dann gibt es ja die Pferde, die vermeintlich weniger fühlig laufen. Zum Beispiel gibt es ja viele, kenne ich, die Vorderhufe nur beschlagen, weil die Pferde dann so fühlig beim Ausritt sind oder so. Ja.
Das würde aber doch dem eigentlich widersprechen, weil mit Eisen müsste ja die Fühligkeit gefühlt noch zunehmen, weil noch mehr Schlag auf den Huf kommt, oder ist einfach nur mehr Abstand zur Sohle? Nee, der Abstand. Der Abstand zur Sohle ist nicht, und die Belastung durch den Schlag, die durch die Gelenke geht, ist auch nicht, sondern dadurch, dass ich die Durchblutung einschränke mit dem Eisen, schränke ich auch die Nervenfunktion ein. Ich stelle mir das so ähnlich vor wie eingeschlafene Füße, eingeschlafene Hände. Und wenn ich die Nervenfunktion einschränke, dann kommt da einfach weniger Schmerzinformation. Aber er ist im Grunde da, er wird nur weniger weitergegeben. Er wird nicht wahrgenommen, sagen wir mal. Nicht weitergenommen, nicht wahrgenommen, weil so ein Eisen macht ja in der Regel die Sohle nicht zu. Und wenn ich mir jetzt hier gerade bei uns teilweise die Schotterwege anschaue, da habe ich schon Schottersteine drin, die definitiv auch bei einem beschlagenen Pferd an die Sohle kommen. Das Pferd merkt es nur nicht. Und ein zweiter Punkt von dieser gefühlten Fühligkeit ist, Barhufpferde gehen vorsichtiger über Böden. Mhm. Selbst dann, wenn sie eigentlich nicht fühlig sind, weil die Sohle so dick ist, dass sie das aushalten. Weil das Barhufpferd eben durch diese uneingeschränkte Nervenfunktion diese ganzen Unterschiede spürt. Und auf einem kibbeligen Untergrund möchte es halt nicht so gern stehen. Das sucht sich einen festen Untergrund. Ist also ja auch immer ein Flucht. Es läuft sicherer, es hat, oder zumindest hat mehr Gefühl für den Boden. Ne? Und als Fluchttier möchte ein Pferd immer einen festen Stand haben, um losrennen zu können. Und wenn es jetzt auf spitzen Steinen rumbalancieren muss, dann wird es nicht so unbeeindruckt da drüber laufen wie beschlagen. Von daher, mit dem Eisen stelle ich diese Probleme ab. Hm. Ohne Frage. Die Frage ist, für welchen Preis und muss es sein? Kann denn jedes Pferd Barhuf laufen? Jedes richtig bearbeitete, richtig gefütterte, artgerecht gehaltene und auch artgerecht, ich sage jetzt mal, gearbeitete Pferd kann Barhuf laufen. Weil du ja immer wieder die Leute hast, die sagen, ich habe es probiert über Wochen, aber die Hufe brechen und brechen und brechen. Mein Pferd hat schon Lahmheiten, es will nicht mehr laufen, deswegen habe ich jetzt wieder die Eisen. Kenne ich echt einige. Kenne ich auch einige, die es dann mal wieder versucht haben, wo es dann trotz allem geklappt hat. Eine Umstellung auf Barhuf bedeutet nicht, heute habe ich beschlossen, mein Pferd wird zum Barhufpferd, morgen kommen die Eisen runter und dann läuft es Barhuf. Mhm. Das ist in der Regel zum Scheitern verurteilt. Ich brauche Zeit, ich brauche unter Umständen eine Fütterungsunterstützung, dass das Hufwachstum angeregt wird. Ich brauche die richtige Bearbeitung, die dem Huf überhaupt die Chance lässt, sich so zu entwickeln, wie er muss. Und ich brauche im Zweifel einen Hufschutz, also sprich auch einen Hufschuh für Ausritte. Wie lange kann das dauern? Also wie viel Geduld muss ich vielleicht auch mitbringen, wenn ich umstellen möchte? Reden wir da von Wochen, Monaten? Also ich meine, jedes Pferd ist auch anders. Ja. Klar, der eine Huf verträgt es schneller, der andere weniger schnell wahrscheinlich. Aber genau. Es kommt immer auf die Qualität vom Huf an vorher, auch auf die Qualität vom Beschlag vorher. Ich zitiere ja immer mal wieder gern so ein altes Hufbeschlagsbuch von 1800 noch was, die schon gesagt haben, der Beschlag ist einfach was, um Pferde benutzbar zu machen, nicht um sie gesund zu erhalten. Die aber auch dort gesagt haben, die schädigende Wirkung vom Beschlag hängt ganz stark davon ab, wie gut er denn gemacht wird und wie früh ein Pferd beschlagen wird und ob es im Winter wieder runterkommt oder ganzjährig drauf bleibt. Und wenn ich jetzt den Huf habe, wo ich sage, der Strahl ist gesund, der Strahl trägt mit, da war ein Eisen drumherum, dann habe ich sicherlich einen schnelleren Effekt, wie wenn ich einen Huf habe, wo ich fast keinen Strahl mehr habe, wegbröselnde Wände, eine desolate, dünne Sohle, da brauche ich länger. Eine pauschale Ansage lässt sich nicht machen, wie lange es dauert, aber im schlimmsten Fall kann man auch mal von einem Jahr ausgehen, wo das Pferd nur eingeschränkt benutzbar ist oder halt nur mit Schuhen ins Gelände kann, vielleicht auch auf dem Platz, je nach Platzqualität. Manche Plätze sind ja mehr Schotter wie Sand. Auch nicht uneingeschränkt laufen kann. Wenn ich die Zeit mitbringe, schaffe ich es normalerweise. Und wenn Pferde so brüchige Hufe haben oder vielleicht die dünnere Sohle, wie kann ich das fördern? Also ist es eine Frage einfach wirklich nur der Haltung oder kann ich damit entsprechendem Futter fördern? Ist es eine Frage des Stoffwechsels, wenn es so brüchig ist? Ja, also auf jeden Fall eine Stoffwechselfrage, wobei natürlich der Stoffwechsel die nötigen Mineralstoffe braucht. Ich muss mir immer überlegen, wie sieht das Pferd im Gesamten aus? Habe ich noch mehr Anhaltspunkte, dass ich ein Stoffwechselproblem habe? Huf gehört irgendwo zur Haut. Oftmals haben Pferde, die ein großes Hufproblem haben, auch Fell- und Hautprobleme. Dann stellt sich schon die Frage, füttere ich jetzt einfach irgendwelche Mineralien pauschal zu, weil ich mal gelesen habe, das ist gut für den Huf, oder überlebe ich mir, ich mache ein Konzept, das Huf und Fell und Haut in einem abdeckt,
muss ich unter Umständen auch erstmal irgendwo eine Ausleitung machen, um wieder alles zu sanieren und dann aufbauen zu können? Oder sage ich, eigentlich sieht es ganz gut aus, ich brauche hier nur mehr Hufwachstum und gehe nur in die Schiene? Also sollte ich eigentlich die Umstellung immer kombinieren mit Blutbild, Tierarzt, Heilpraktiker, Hufpfleger und dann gemeinsam überlegen, wie gehen wir es bei diesem Pferd speziell an, um umzustellen oder um Barhuf dauerhaft hinzukriegen? Ob man jetzt gleich das große Paket braucht mit so vielen, mit 20 Leuten und 20 Rechnungen, die dann auch gestellt werden, glaube ich nicht. Aber auf jeden Fall sollte man diesen Umstellungsprozess irgendwo planen. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt von vornherein mal sehe, ich habe ein Pferd, wo es schon mal schief gegangen ist, oder ich habe ein Pferd, wo ich weiß, da hat mir schon mein Schmied gesagt, der hat schlechte Hufe, dann sollte ich da natürlich im Vorfeld mal mir überlegen, wie gehe ich es an? Fange ich vielleicht schon vorher an, den Stoffwechsel zu unterstützen? Tue ich vorher schon was zufüttern? Mache ich mir im Vorfeld Gedanken, was will ich eigentlich in diesem Jahr jetzt machen? Wie plane ich meine Reiturlaube, meine Wanderritte, meine Kurse? Mache mir schon Gedanken über Hufschuhe oder über Turnierteilnahmen, wo er vielleicht mit Hufschuhen vom Reglement nicht geht. Und wenn ich das alles berücksichtige, dann habe ich auch eine hohe Aussicht auf Erfolg. Wenn ich jetzt einen Huf habe, der super gut aussah und ich habe mein Pferd jetzt einmal beschlagen gehabt und sage, nee, ich möchte es doch nicht, dann werde ich vermutlich keine Probleme haben. Wenn es vorher gut lief, wird es nach diesem einen Periode wahrscheinlich auch wieder gut laufen. Vielleicht am Anfang, je nachdem wie ausgeschnitten wurde für den Beschlag, ein bisschen schlechter, aber das soll dann kein Problem sein. Muss man ganz individuell sehen, aber mit ein bisschen Vorlauf und mit ein bisschen Geduld an die Sache rangehen und nicht heute bin ich bekehrt, morgen mache ich es, verspricht auf jeden Fall mehr Erfolg. Reden wir die ganze Zeit über Barhuf und wie wir die Eisen loswerden können. Ich meine, du bist Hufpfleger, du bist vielleicht auch ein bisschen voreingenommen, aber trotzdem zum Thema Eisen, gibt es denn auch Gründe, wo du sagst, also sogar du, Eisen ist bei diesem Pferd wirklich besser als Barhuf? Also reden wir von einem Pferd, das Hufprobleme hat oder gesunde Hufe und es um Benutzbarkeit geht, die noch im, sagen wir, im normalen, behandelbaren Bereich sind, dann sehe ich persönlich da keine Notwendigkeit. Im klinischen Bereich, wo ich sage, ich muss einen ganzen Huf aufsägen, um irgendwas rauszumachen und dann habe ich zwei Hufhälften hinterher, da wäre es dann sicherlich sinnvoll, bewusst den Hufmechanismus mal auszuschalten, damit es wieder runterwächst. Ne? Aber von solchen Extremfällen abgesehen, gibt es keinen vernünftigen Grund, dass ein Pferd beschlagen werden muss. Es gibt einen Grund, es zu tun, nämlich wenn ich ein gesundheitliches Problem habe am Huf und sage, naja, ich möchte es möglichst schnell benutzbar haben, ich stelle jetzt einfach mal alle Symptome ab, dann läuft er wieder mit Eisen, schneller wie Barhuf. Ist ein Grund, muss ich nicht gut finden, aber ist ein Grund. Und ein anderer Grund wäre, ich mache mit meinem Pferd einfach Dinge, die über die normale Nutzbarkeit hinausgehen. Ich fahre jeden Tag 20 Stunden Kutsche, das funktioniert aber ohne Eisen nicht und ich möchte da keinerlei Abstriche machen. Meine Pferde packen es nicht, sie müssen es trotzdem die reine Benutzbarkeit herstellen in jedem Umfang. Das schaffe ich mit Eisen auch. So, dafür wurden sie auch ursprünglich erfunden und das leisten sie auch. Ich frage, wie pferdefreundlich das ist, ne? Richtig. Das muss dann jeder für sich entscheiden. Therapeutischer Beschlag ist eben das, was du gerade schon erwähnt hast, ne? Wenn es mal wirklich kurzfristig sein muss. Weil das ist mir zum Beispiel auch mal bei meinem Pferd empfohlen worden, als es eben fühlig lief. Wahrscheinlich auch mit dem Gedanken der Benutzbarkeit. Ich habe mich ja dann dagegen entschieden. Es ging super ohne. Aber das kommt ja auch sehr oft, zu sagen, du brauchst Duplos, du brauchst Eisen für den therapeutischen Beschlag bei irgendwelchen kleineren Geschichten. Ich würde es differenzieren. Was ich jetzt gemeint habe, war wirklich der Extremfall, wo ich sage, hier, es wird richtig blutig. Ne? Dieser klassische therapeutische Beschlag, der funktioniert unter dem Aspekt der schnelleren Benutzbarkeit auf jeden Fall. Ob er nachhaltigere Erfolge bringt, sei dahingestellt. Ne? Ich kriege, wenn ich jetzt zurückdenke ans eben Gesagte, bessere Durchblutung, bessere Nährstoffversorgung, der Huf hat ein Problem, es soll ein Heilungsprozess kommen, wird er sicherlich nachhaltiger kommen und im Endeffekt gedacht auch schneller kommen, wenn ich den Huf natürlich lasse und entsprechend bearbeite. Kurzfristig den schnelleren Effekt habe ich natürlich, wenn ich ihn benutzbar mache wieder. Ne? Von dem her, diese klassischen therapeutischen Beschläge halte ich nicht für notwendig, wenn ich ein bisschen Geduld habe. Und das sage ich mir einfach, ist eine Einstellungsfrage zu meinem Pferd, es hat ein Problem, es geht jetzt gerade was nicht, wie viel Geduld bringe ich mit, was muss es leisten? Ne? Ist ein reines Sportgerät, ist ein Sportgerät, mit dem ich Geld verdienen
will oder Geld verdienen muss, habe ich andere Entscheidungsgrundlagen für meine Gewissensentscheidung, wenn ich ein Freizeit- und freundschaftliches Partnerverhältnis zu meinem Pferd pflege. Ich urteile da auch nicht drüber, ich habe nur eine klare Meinung. Ich verurteile niemanden, aber ich bekehre auch niemanden, aber ich habe eine klare Meinung, was ich davon halte. Ne? Was mache ich aber denn dann, wenn ich viele Schotterwege und Asphaltwege habe? Ich meine, da gibt es ja auch viel Abrieb und so. Oder die Sandkoppeln, die es ja auch gerne an den Stellen gibt. Die Reithallenböden, da gibt es ja auch viele Tierärzte, die davon abraten, das Pferd ohne Eisen laufen zu lassen. Da bleibt dann nur der Hufschuh wahrscheinlich. Da bleibt zum einen nur der Hufschuh, zum anderen ein gesunder Pferdeorganismus kann sich bis zu einem gewissen Grad an diesen Abrieb anpassen. Nicht von heute auf morgen, aber mittelfristig schon. Wir hätten ja wildlebende Pferde, oder wir hätten keine wildlebenden Pferde, die auf harten Böden, auf weichen Böden leben können, wenn der Huf immer pauschal wachsen würde. Ein Pferd, wo irgendwo in einem weicheren Grasgebiet wild lebt, kommt dort ja klar. Ein Pferd, wo über steinige Böden läuft, kommt ja auch klar, obwohl das eine definitiv mehr Abrieb hat. Also muss irgendwas im Pferdekörper ja darauf reagieren. Und man merkt es durchaus, dass ein Pferd, wo die Fütterung stimmt, wenn die Haltungsbedingungen sich verändern, am Anfang natürlich schon stark abgerieben wird. Gerade wenn man das Eisen runter macht, ist der Huf das nicht gewöhnt. Da hat man am Anfang einen extrem hohen Abrieb. Das nivelliert sich aber mit der Zeit. Wenn alles da ist, was notwendig ist, dass das Horn gebildet werden kann, dann passt sich das bei einem gesunden Pferd schon irgendwo an. Die Natur ist clever. Ist sehr. Ob man je nachdem, wie der Stoffwechsel vom Pferd ist und je nachdem, wie viel ich reite und auf was für Wegen ich reite, es hinbekommt, komplett ohne Hufschutz das zu bewerkstelligen, das ist die Frage. Da braucht man im Zweifel dann für Ausritte schon Schuhe. Und dann gibt es die Reiter, die immer wieder fragen, ob auch Spring- und Vielseitigkeitspferde barhof gehen können. Die sagen, ohne Stollen möchte ich nicht springen, oh nein, Vielseitigkeit mit den Hindernissen und so. Also grundsätzlich Pferde springen mehr oder weniger gern. Ne? Es gibt Pferde, die springen gern, es gibt Pferde, die springen weniger gern. Das heißt, Pferde können prinzipiell barhof springen. Ne? Über welche Höhen sie springen wollen und können, sei dahingestellt. Ich habe schon von Kunden gehört, naja, wenn ich jetzt wirklich auf einem feuchten Rasenplatz hochklassig springen will, dann ist mir das ohne Stollen unheimlich. Dann denke ich ja, wäre es mir vielleicht auch. Die Frage ist, will ich es dann? Weil ich denke, ein Pferd würde ohne Lebensnot nicht irgendwo springen, wo es nicht gesund landen kann. Wenn ich in den Bereich gehe, bin ich wieder in einem Sportbereich, wo sich die Frage stellt, ist das noch artgerecht, ist das noch pferdegerecht, brauche ich es, möchte ich es, aber grundsätzlich kann ich mit Sicherheit auch im normalen Umfang ohne Spezialbeschläge springen. Das ist eigentlich einer der Wesentlichen, dass ein Pferd für alle möglichen Krankheiten ein Eisen braucht, das dann mit irgendwelchen Hilfsmitteln und Tricks diese Krankheiten behebt. Ne? Man hat manchmal das Gefühl, dass eine Standardtherapie bei fast allem höher stellen ist. Ne? Klar, ich entlaste dadurch Sehnenstrukturen, aber die Frage ist, was belaste ich denn im Gegenzug? Ich kriege ja nichts umsonst. Ne? Eine der wesentlichen Legenden, wenn wir so wollen, ist, dass das Pferd jetzt einfach für seine Heilung diesen Beschlag braucht und danach sehen wir weiter. Sehe ich immer unter dem Aspekt der Nutzbarkeit. Die Tierärzte empfehlen das oft. Und ich mache denen auch dahingehend keinen Vorwurf, dass sie das empfehlen, weil sie erfüllen damit letztendlich auch eine Erwartungshaltung. Wer zum Arzt geht, will geheilt werden. Wer zum Heilpraktiker geht, hat eher Zeit. Ne? Und ein Arzt, wo jetzt mal auf den Hof kommt und sagt, das Pferd läuft schlecht, naja, schauen wir mal, warten wir mal einen Monat ab und dann sehen wir weiter, lassen wir es mal ein bisschen auf die Koppel stehen, der wird wahrscheinlich ein Problem in seiner Reputation bekommen. Aber weil wenn mir das so recht, wenn man sagen würde, da muss man immer gegen den ärztlichen Rat entscheiden, das Pony trotzdem auf die Koppel zu lassen und nicht zu beschlagen. Ja, der zweite Aspekt beim ärztlichen Rat ist, es gibt ja sowas wie eine herrschende Meinung und Standards der Wissenschaft und Lehre. Und in diesen Standardwerken sind dann Standardtherapien drin, die teilweise nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss sein müssen, die aber im Zweifel bei einem Prozess maßgeblich sind für das Urteil des Richters. Und ich habe gerade letztens von einem Kunden erzählt bekommen,
Da ging es um Boxenruhe oder wir stellen das Tier lieber raus und spannen so ab, dass es nicht durchstarten kann, aber sich trotzdem bewegen. Und da hat der Tierarzt ihm gesagt, naja, also wenn er die Möglichkeit hat, soll er es besser nicht in die Box stellen. Das soll sich bewegen, auch mit Sehnenschaden, aber halt er soll so abspannen, dass wir hier keine ungeplanten Belastungen haben. Ein aber kleiner Bereich absperren. Ja, wie einen kleinen Trail anlegen, dass das Pferd einfach laufen muss, aber nicht losgaloppieren kann. Mhm. Weil ne, Durchblutung, Bewegung, Reiz, man macht ja im Humanbereich zwischenzeitlich auch keine Ruhigstellung mehr über Monate hinweg bei Verletzungen. Und hat ihm das ganz vernünftig erklärt und getan. Und der war da ganz angetan und ganz euphorisch. Und im Arztbericht stand aber trotzdem drin, empfohlene Maßnahmen, Boxenruhe. Und lässt sich für mich nur erklären, Boxenruhe wird wohl der Standard sein. Und der Mediziner sichert sich dann eben einfach vor einem Prozess ab, wenn dem Pferd was auf diesem abgespannten Bereich passieren sollte. Und Standardtherapie wäre Boxenruhe, dann hätte der Mann ein Problem. Und dann kann ich es nur nachvollziehen, dass er sagt, nee, Boxenruhe steht im Bericht. Wenn dann einer wirklich sagt, unter der Hand, wir machen es anders, finde ich toll. Wenn einer das nicht tut und sich ganz absichert, ist bedauerlich, aber nachvollziehbar. Ja, das kommt dann sehr, sehr oft. Ne? Boxenruhe als allererstes und dann Beschlag. Und dann, weiß ich auch nicht, ich frage mich auch immer, ob das besser oder schlechter ist. Aber das ist sicher eine Frage der Nutzbarkeit, klar, meistens schon, die der Tierarzt damit erreichen möchte. Ja, weil man es fordert. Ne? Ja, er soll es das Pferd wieder fit machen. Ne? Ob ich das im Leistungssportbereich, da sind wir eh jenseits von manchen gut und böse Aspekten, da ist einfach so. Aber im Freizeitbereich kann ich es persönlich nicht nachvollziehen, wenn ich sage, na, jetzt ist aber ein schöner Herbst und ich kann mein Pferd nicht reiten. Ja, dann reit halt den Herbst nicht. Ne? Mal Bodenarbeit, genau. Gut, dann haben wir uns jetzt für Barhof entschieden. Schön. Kommen wir noch kurz zur Barhofbearbeitung. So die ganzen To-Dos und No-Gos, die so dazu vielleicht in deinem Kopf hast. Klären wir erstmal so die verschiedenen Richtungen vielleicht kurz ab, die es gibt. Du arbeitest vor allem nach Natural Hoof Care. Mhm. Was genau bedeutet das? Also erstmal Natural Hoof Care ist kein geschützter Begriff. Mhm. Ne? Deswegen würde ich auch jedem, der sich dann für diese Richtung entscheiden mag, empfehlen, mal zu schauen. Da gibt es einen Berufsverband, Keep It Natural. Da kann man drauf schauen. Die Kollegen, die dort gelistet sind, haben eine Ausbildung, machen Fortbildungen. Da ist ein gewisser Qualitätsstandard gewährleistet. Es gibt verschiedene Abspaltungen von allen möglichen Schulen. Im Detail, wie die sich dann unterscheiden, weiß ich teilweise gar nicht. Es gibt natürlich die klassischen Schmiede. Es gibt bekannt die Huforthopäden nach Birnath, es gibt auch Leute, die nach Strasser arbeiten und alle möglichen kleineren Abspaltungen oder kleine Schulen, die in irgendeine Richtung sich verpflichtet fühlen, ohne jetzt so einen Hauptnamen zu führen. Und die großen, also jetzt, ich sag mal, das, was du machst, dieses Natural Hoof Care, geht ja Richtung, ich versuche dem Mustang irgendwie nahe zu kommen, der in der Wildnis lebt und einen Huf hat, der aussieht, wie er aussieht, um möglichst diesen Huf zu optimieren. Mhm. Und dann Strasser, Birnath sind ja, glaube ich, so die drei großen Richtungen, oder? Dürften die. Nennen wir noch als vierten die klassischen Schmiede dazu vielleicht, ne? Ja. Die einfach auch mal auch Barhof arbeiten. Ne? Was unterscheidet das so? Kann man das so sagen? Strasser stellt eher hoch, Birnath eher tief, der achtet auf die Trachten, oder ist das gar nicht so pauschal? Also ein ganz wesentlicher Aspekt, der alle unterscheidet, ist die Frage, wie stark greife ich ein bei Stellungsänderungen und wie stark schneide ich aus. Und Natural Hoof Care sagt, ich mache so viel, wie unbedingt sein muss, aber so wenig wie möglich. Das ist der Hauptpunkt, dass die Schulen unterscheidet, wie gehe ich mit Problemen um und wie viel schneide ich. Okay, aber dann muss sich jeder quasi selber erkundigen und überlegen, welche Form erscheint ihm am logischsten und dann den entsprechenden Hufpfleger auch angucken, weil jeder Hufpfleger vermutlich auch so ein bisschen seinen, ich sag mal, individuellen Style entwickelt. Mit Sicherheit unterscheiden sich die Personen sehr stark untereinander, auch innerhalb von einer Schule, auch wenn sie sich einer Linie verpflichtet fühlen. Jeder Mensch arbeitet ein bisschen anders. Eine grobe Richtung erkennt man aber schon. Also ich sehe Hufen in der Regel schon an, unabhängig vom individuellen Stil, nach welcher Richtung sie bearbeitet werden. Du hast vorhin gesagt, Natural Hoof Care versucht also den Mustanghuf nachzubilden. Möchte ich ein bisschen relativieren. Ja, ne? Habe ich so in meinem Hirn abgespeichert? Ist auch nicht falsch, ne? Nur heißt nicht, dass das nicht falsch verstanden wird, heißt nicht, dass wir jetzt versuchen, jeden Huf
in einen Mustanghuf zu schnitzen. Mhm. Sondern man hat so eine Vorstellung, dieser Huf funktioniert in der Wildnis, der scheint wirklich einen Grund zu haben, dass sich so entwickelt. Also gebe ich dem Huf die Impulse, dass er eine Chance hat, sich in seine optimale Form zu entwickeln, unter dem Aspekt, welche Impulse setzt denn die Natur bei Mustang. Und wenn der Huf dann hinterher aussieht wie ein Mustanghuf, gefällt mir das sehr gut. Wenn er aussieht wie ein Waldbrandaustreter und der Huf wunderbar funktioniert, das Pferd ganz toll damit läuft, dann muss er mir persönlich nicht gefallen. Er funktioniert, die Biomechanik stimmt und die Impulse sind dann halt bei dem Pferd in diese Richtung gegangen und das Pferd läuft gut. Das ist quasi das Wichtigste. Ich wollte dich nämlich fragen, was sind so die Kriterien für einen korrekten und schönen Huf nach deiner Methode? Ja, die Kriterien sind im Prinzip eine kräftige Sohle, ein schöner Strahl, also gerade das, was man von außen nicht sieht, ne? Und die keine Hebel, die Mechanik stören. Also man sieht ja oft Hufe, die fast so kleeblattförmig aussehen, also entenfußmäßig aussehen. Man sieht Hufe mit extrem langen Zehen. Das sind ja alles biomechanische Abstrusitäten letztendlich. Da zerrt was, da zieht was bei jedem Auffußen an der ganzen Hufstruktur. Das gefällt mir nicht, aber das gefällt auch dem Pferd nicht. Jetzt kann ich im Umkehrschluss natürlich nicht sagen, was mir da nicht gefällt, muss jetzt weg. Weil da wären wir jetzt bei den Schulen, die sagen, das gefällt mir nicht, aus gutem Grund vielleicht. Ne? Da muss ich dran arbeiten, also mache ich es weg. Und irgendwas am Pferd hat sich aber darauf eingestellt. Ne? Bei großen Schiefständen hat sich das ganze Knochengerüst oben drüber darauf eingestellt. Muss ich langsam angehen. Und der Huf sagt mir auch über die Sohle, was ich bearbeiten kann. Er zeigt mir, an welchen Stellen möchte ich jetzt hier mehr weghaben, an welchen Stellen bin ich noch nicht so weit. Und wenn man da mit der entsprechenden Geduld rangeht, dann hat man oft mit einem ganz kleinen Impuls am Anfang, wo vielleicht der geneigte Besitzer, der frisch jetzt auf Natural Hoof Care umgestiegen ist, sich denkt, naja, und für dieses einmal über die Kante polieren habe ich jetzt Geld bezahlt, ne? Hat man dann aber 6 Wochen später plötzlich eine Möglichkeit, durch diesen kleinen Impuls jetzt eine Veränderung zu sehen, an der man arbeiten kann. Weil jetzt der Huf so weit ist, dass ich hier was wegnehmen kann, dass sich hier was entwickelt hat, was vorher definitiv zu früh gewesen wäre. Wie kann ich denn dann als Laie erkennen, mein Hufpfleger, der macht einen guten Job? Wenn Hufe so unterschiedlich sein können, wie kann ich das erkennen? Also zum einen sollte ein Pferd nach der Bearbeitung zumindest genauso gut oder schlecht laufen wie vorher und nicht schlechter. Wenn es mal anders sein sollte und es dafür vielleicht auch einen Grund gibt, weil ich wirklich was, ne, so Wahl zwischen Pest und Cholera, dann sollte der gute Hufbearbeiter das aber auch kommunizieren, bevor er es tut. Zum Zweiten sollte ich mittelfristig in irgendeiner Weise einen Erfolg sehen. Wenn der Erfolg nicht da ist und ich spreche den Kollegen drauf an, dann sollte der mir aber auch plausibel sagen können, warum wir noch nicht dort sind und was man vielleicht noch dafür tun muss. Und vor allen Dingen, gerade weil alles so komplex ist vielleicht und ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten je nach Pferd und Huf sind, sollte er mir auch als Laie alles erklären können, sodass ich es logisch nachvollziehen kann, wenn ich den frage. Ne? Und du persönlich fragst ja gern, wie ich weiß. Ne? Ja, ich habe dich auch, glaube ich, bei deinem ersten Besuch bei uns ziemlich gelöchert. Es hat lange gedauert, diese Hufbearbeitung. Ja, naja, man muss ja wissen, was derjenige da treibt am Hof. Gibt es denn dann auch Fehler oder falsche oder schlechte Hufbearbeitung, wo du sagst, das begegnet einem immer wieder, da kann ich drauf starren, während der Hufpfleger an meinem Pferd ist, um zu gucken, dass er die nicht macht? Ja, also ich bin immer, also du merkst ja, wie so ein roter Faden, ne? Wie viel schneide ich weg, wo schneide ich weg. Viele Leute, Hufbearbeiter wie Kunden, denken, nach der Hufbearbeitung ist der Huf innen drin schön weiß, schön glatt, der Strahl schön sauber, alles glänzt, klare Schnittlinien, das sieht schön aus. Kann man schön finden, das Pferd findet es meistens weniger schön. Und wenn jetzt jemand wirklich anfängt, hier wie wild im Huf rumzuschnitzen, Sohle wegzunehmen, am Strahl wegzuschneiden, würde ich schon mal fragen, warum das notwendig ist. Es kann notwendig sein, manche Dinge stören, die müssen weg, aber mal so, wenn einer anfängt pauschal wild rumzuschneiden, ist selten zielführend.
Okay, also das ist definitiv was, worauf man achten kann. Und letzte Frage tatsächlich zum Thema Barhuf oder Hufpflege. Wie oft sollte denn ein Hufpfleger kommen? Weil da gibt es ja die verschiedensten Varianten. Es gibt die, die sagen, also ich muss alle 4 Wochen kommen, sonst geht das gar nicht. Ich meine, nach Strasser oder Birnath, da ist es ja relativ streng mit den Abständen. Und dann gibt es aber auch manche, die kommen alle 8 Wochen, alle 3 Monate. Hast du da so eine Pauschale, wo du sagst, das ist ungefähr meistens ein ganz guter Zeitraum? Also 90% meiner Pferde und auch Kollegenpferde passen ganz gut in den 6-Wochen-Rhythmus rein. Wenn ich starke Stellungsänderungen machen muss, die ich nur in kleinen Schritten erreichen kann, dann bietet sich ein kürzerer Rhythmus an. Wenn ich Hufprobleme habe, andere Art, bietet sich oft ein kürzerer Rhythmus an. Wenige Pferde vertragen auch mal einen längeren, je nachdem, wie viel sie geritten werden, wie der Abrieb ist. Also zwischen 4 und 8 Wochen liegt es in der Regel schon. Die Mehrzahl sollte mit 6 Wochen gut klarkommen. Super, vielen Dank für das Interview. Jetzt wissen wir hoffentlich alle besser Bescheid und werfen die Eisen weg.